Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Rohvegan am Limit wieder. Und zwar geht es heute mal ein ganz, ganz spannendes Thema. Ist Vitamin K2 wirklich so wichtig und was macht das überhaupt? Wer ist eigentlich dieser Herr Vitamin K? Hallo Vitamin K2. Hallo Patrick. Wie geht es Vitamin D3? Was? Und dazu müssen wir einmal klarstellen, was Vitamin K2 macht und wie Zusammenhang steht mit Vitamin D und wie im Zusammenhang steht mit Calcium, ja. Und zum Beispiel habe ich hier was ganz, ganz Spannendes gefunden, und zwar eine Studie ging es darum, inwieweit Calciumsupplementation, ja, im Vakuum betrachtet, ohne K2, ohne D3 auf unseren Körper überhaupt wirkt, ja. Und wir starten mal rein, los geht's. Und zwar hatte ich was in der pharmazeutischen Zeitschrift gefunden, und zwar, beziehungsweise nicht da, sondern eher woanders. Aber ich habe es dann letztendlich da auch nochmal gefunden. Und Calciumsupplemente von mehr als 500 Milligramm pro Tag sollen das relative Risiko für Herzinfarkt um rund 30% erhöhen. So lautet das Ergebnis im Jahr der British Medical Journal. Da habe ich es eher gefunden. Erschienen. Meta-Analyse, das war ein Riesending, ja. Und das ist auch so erstmal nicht ganz falsch, ja. Aber ganz, ganz wichtig, am Ende wurde dann auch noch geschrieben, in der pharmazeutischen Zeitschrift, Daten, ein erhöhtes Risiko für Myokardiofakte und Calciumsupplemente nicht ausreichend belegen. Ja? Zudem sei in der Meta-Analyse die allerdings Gabe von Calcium ohne Vitamin D zur Prophylaxe und Therapie der Osteoporose untersucht worden. Ja? Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das ist eigentlich auch noch eine falsche Aussage. Und warum, wie, wo, was, das werde ich gleich mal eben widerlegen. So, die Studie fand ich nicht so ganz, ganz, ganz korrekt, ja, deswegen gehen wir hier direkt nochmal rein, was macht Vitamin D3 überhaupt mit unserem Körper, weil in der Studie steht ja ganz explizit, dass es so wichtig ist, ja, und wir schauen einfach mal. Hier seht ihr das Englische und hier habe ich auf Deutsch für euch übersetzt. Hier der aktive Vitamin D-Metabolit 1,25-Hydroxy-2D öffnet Calciumkanäle im Darm, stimuliert die Bildung von calciumbindendem Protein, und das ist das Osteocalcin, ja, das hier jetzt nicht steht, und das Osteocalcin ist ganz, ganz wichtig für Vitamin K2. Merkt euch das einmal kurz, darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Und zwar Proteine in der Darmzellen und dadurch stimuliert die Absorption von Calcium und Phosphat aus dem Darm. Alles schön und gut, aber das Protein muss auch erstmal so funktionieren, wie es funktionieren soll. Und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Hier habe ich in der zweiten Studie noch was gefunden. Dies deutet darauf hin, dass eine wesentliche Wirkung von 1,25-Hydroxy-2D3 die Bereitstellung von Calcium und Phosphat zu Knochen aus dem Darm anstatt eine direkte Wirkung auf den Knochen hat, ja? Das heißt, die direkte Wirkung, da fehlt anscheinend noch was, ja? Und schauen wir da mal rein. Bringen wir die Bombe doch mal zum Platzen. Also, es ist anscheinend noch ein Zwischenschritt vonnöten, ja? Und Vitamin K, was macht das überhaupt in unserem Körper? Ja, zum Beispiel hilft es bei der Plaquebeseitigung, ja? Wie entstehen überhaupt Plaque? Ja, Plaques entstehen zum Beispiel durch zu hohen Blutdruck, dann entstehen feine Risse irgendwann in der Arterienwand oder durch Salzkonsum mit Trennstoffen, denn diese Trennstoffe sind dafür da, letztendlich in unseren Arterien sozusagen ganz feine Kapillarrisse zu erzeugen. Und da kommt dann letztendlich Vitamin C und Vitamin E bei einer sehr, sehr gesunden Ernährung uns zugute und kann sozusagen diese flicken, aber, ne, Kollagenaufbau und so weiter, Vitamin C habe ich schon mal erklärt, dazu habe ich ein Video gemacht. Aber jetzt kommt, ganz wichtig, wenn das nicht so verstanden ist, dann kommt natürlich das Cholesterin, ja, und dann kommt diese Cholesterineinlagerung und so weiter, aber das, was noch viel schlimmer ist, das Cholesterin zieht ebenfalls Calcium an, ja, und das Calcium führt dann letztendlich zu Kalzifizierung und zu Plaquebildung, ja, welches sich an das Cholesterin heftet, ja. Deshalb ist es auch immer sehr, sehr empfehlenswert, nicht natürlich kein raffiniertes Salz zu sich zu nehmen, natürlich, aber auch zum Beispiel destilliertes Wasser zu sich zu führen, das enthält kein Calcium mehr, ja. Aber das ist nicht der einzige Grund, und zwar das Vitamin K ist, woher kommt das überhaupt erstmal? Koagulation, was heißt Koagulation? Koagulation ist ein deutsches Wort. Ja, darauf super freue ich mich, Vitamin K ein deutscher Namen bekommen. Koagulation ist Gerinnungsfaktor. Ja, Bluter haben zum Beispiel ein Problem mit Vitamin K und deshalb können sie verbluten, weil es für die Blutgerinnung ganz, ganz wichtig ist. Ja, und was macht Vitamin K? Also Vitamin K ist wichtig für die posttranslationale, also
also Translation ist ja sozusagen der Aufbau aus Aminosäuren und daraus werden dann wieder Proteine. Ja? Wenn wir sozusagen Nahrung zu uns führen, dann zerlegen wir die Proteine sozusagen in der Nahrung zu Aminosäuren. Aus den Aminosäuren wird wieder was anderes, ja, zum Beispiel Muskeln hergestellt und so weiter. Für unseren Körper, das ist die Translation. Ja? Also nach dem Aufbau, wenn das Protein quasi schon fertig ist, macht Vitamin K etwas ganz, ganz Bestimmtes. Und zwar es aktiviert das Protein. Ja? Und zwar in dem Sinne, indem es in einem Gamma-Kohlenstoffatom, es gibt Alpha-Kohlenstoffatom, Beta-Kohlenstoffatom und Gamma-Kohlenstoffatome. Und da führt es sozusagen eine Carboxygruppe ein. Ja? Und zwar an die Glutamilreste von bestimmten Proteinen. Und dadurch werden sie erstmal aktiv. Ja, es gibt 14 verschiedene Proteine, die Glutamilrest, also beziehungsweise Gamma, Carboxy, Glutaminsäure enthalten. Und das heißt, dass diese 14 Proteine ganz, ganz wichtig nur aktiviert werden können vom Vitamin K, ja. Weil diese ja letztendlich die Carboxygruppe in der Gamma-Position posttranslational erst einführt. Und 6 davon sind Gerinnungsfaktoren und 8 davon nicht. Und eine ist ganz, ganz wichtig. Ja, und da schauen wir jetzt mal rein, was Vitamin K letztendlich überhaupt für uns macht. Und zwar habe ich hier was in weiteren Studien gefunden. Schauen wir mal rein. Die erste lautet so auf Englisch und hier habe ich auf Deutsch die halt für euch übersetzt. In einem multivarianten angepassten Modell einschließlich Ernährung Faktoren bei einer hohen Zufuhr von Menachinon. Ja, Menachinon ist K2, Vitamin K2. Phylkinon ist K1, mit vermindertem koronarer Verkalkung mit einem Prävalenzverhältnis von 0,80-95%, blablabla, zu sehen. Ja? Und wir machen direkt mal weiter. Die Conclusion war, die Study showed that high dietary, also K2 Intake, also Aufnahme, und nicht, probably but not, Phylokinon, also wahrscheinlich nicht K1, ja, ist im Zusammenhang zu bringen, ja, mit verminderter koronaren Kalzifizierung, ja. Hier sieht man es nochmal ganz schwarz auf weiß, ja. Eine zweite Studie habe ich gefunden, ja, so auf Englisch und auf Deutsch für euch wieder übersetzt. Im Gegensatz dazu blockierte die Zufuhr von K1 bzw. auch K2 nicht nur den Fortschritt der weiteren Calcium-Akkumulation, also Ansammlung, sondern führte auch zu einer Verringerung der vorher angesammelten, also akkumulierten Arterien-Calcium-Ausscheidung, ja. Von mehr als 37% innerhalb von 6 Wochen, ja. Das heißt, K2 kann nicht nur die aufhalten, ja, die Calciumaufnahme, Ansammlung sozusagen in den Arterien, weil letztendlich dann das Calcium erstmal in die Knochen kann, mithilfe auch von Vitamin D, das die Kanäle öffnet, sondern auch, es kann rückgängig machen sogar die Ansammlung von das heißt, wenn ihr letztendlich jetzt schon Ansammlungen habt und so weiter, kann die Zufuhr von K2 euch helfen, diese wieder loszuwerden. Das heißt, Vitamin K macht letztendlich erstmal das Kalzium zugänglich für unsere Knochen sozusagen. Es bindet sozusagen es aktiviert die bestimmten Proteine, dass das Kalzium überhaupt in unsere Zellen erstmal gelangen kann, ja. Und das Protein heißt Osteokalzin, welches ganz, ganz wichtig dafür zuständig ist. Und das bindet sozusagen erstmal das Kalzium, dass es in unsere Knochen geht. Das heißt, es nützt uns nichts, wenn wir super, super viel Vitamin D haben, aber nichts, was das Protein aktiviert, was letztendlich auch das Kalzium erstmal in unsere Zellen ziehen kann, ja. Deshalb ganz, ganz wichtig. Des Weiteren muss man verstehen, dass Vitamin D auch noch eine ganz, ganz andere Eigenschaft hat und wirklich nur antagonistisch sozusagen mit Vitamin K wirken kann. Und wenn es das nicht tut, dann steht das Calcium quasi vor den Toren und kann letztendlich, also die Tore sind schon offen, aber man braucht einen bestimmten Träger, der letztendlich auch mit dem Calcium in die Knochen reingeht. Und dann gucken die sich alle doof an und dann passiert einfach gar nichts. Und Vitamin D hat des Weiteren auch noch eine andere schlechte Eigenschaft, wenn gerade nicht das Vitamin K zur Verfügung ist und alle sich doof angucken, sondern auch noch Osteoklasten, ja, Aktivierung. Und Osteoklasten entstehen aus Osteoblasten und die Osteoklasten Osteo ist erstmal Knochen und Klasten ist Zerbrechen und das sind bestimmte Einzeller, die Zusammenschlüsse zu mehrzelligen Kolonien sozusagen zusammenwachsen und die entstehen aus dem Knochenmark und das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Knochen resorbieren, ja, das heißt, diese lösen unsere Knochen erstmal auf, ja, und das ist eine Eigenschaft von Vitamin D, ja, und das wird alles sehr, sehr, das wird alles weiter immer in den Hintergrund gebracht, je weiter man auch Vitamin K und Vitamin D supplementiert, weil dann wird das
wieder zu vernachlässigen. Aber wenn nichts passiert, dann wird das auf einmal wieder tragbar. Hier auch nochmal in der Studie, falls das alles für den einen oder anderen etwas fremd klingt, Vitamin D Regulation Bone Resorption, habe ich hier übersetzt, aber 1,25 UH, also die aktive Form von Vitamin D, fördert die Knochenresorption durch Erhöhung der Anzahl und Aktivität der Osteoklasten. Hier habt ihr einmal ein Bild eingeblendet, Osteoblast, Stromazellen. Oder seht ihr einmal, hier habe ich das Vitamin D umkreist und die reife Osteoklast. Wenn ihr letztendlich noch nicht Vitamin K2 supplementiert habt, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Vitamin D und Vitamin K2 zusammengenommen wird, in meiner Meinung nach. Und wenn ihr Calcium supplementiert, dann solltet ihr das meiner Meinung nach nicht tun. Und wenn, dann auf jeden Fall mit D3 und K2 zusammen. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Calcium-Lieferanten. Ja, wie zum Beispiel momentan kann man den Grünkohl ganz gut nutzen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es schaltet wieder ein oder wenn es heißt Rohvegan am Limit. Ciao.